Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Raft. Wir sind auf dem Weg auf einer Insel. Ja. So, aber irgendwie gehen wir daran vorbei. Ach. Passt schon. Und wir haben gerade noch ein Stück von der Insel vom Floß verloren. War. Wie man hier sehen kann, wir versuchen gerade Floß noch weiter, noch größer zu machen. Allein schon für Vegas. Mhm. Yes. Deswegen gehen wir mal eben zu unserem Maskottchen. Da ist es ja. Hallo. Gut, stopp. Neu. Meh. Das hab ich gehört. Vielleicht haben wir sogar Glück und finden einen neuen Buddy für ihn. Ja. Wie sollen wir ihn dann nennen? Weiß ich nicht. Eine gute Frage. Wenn ihr nach Leuten auf Discord-Server hier nennen. So gedacht. Das ist eine gute Idee. Irgendwie Minky oder René oder so nennen. Ja, ganz wir brauchen halt ganz so ich denke, hier. René. René wäre ein guter nächster Kandidat. Nur was welches Tier sollen wir nehmen? Oder nicht? Das erste Mal doch finden, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Aber wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal nochmal Munition. Beziehungsweise ich brauche die Munition. Ich bin derjenige, der den Netzwerfer hat. Ja, dann stell dir mal welche hin. Ist ja noch was da sein, ne? Ja, aber wir haben nur noch eins davon. Ich will das nicht unnötig verschwenden. Ja, und Gott. Oh mein Gott, Hilfe, das Floß ist voll am Schwanken. Das fühlt sich so an, als ob das umfallen würde. Ohne Witz! Ich stand hier gerade einfach so und das hat sich so angehört, als wäre ich gerade unter Wasser, ey. Weil das Wasser ja, so hoch war. Das hatte ich auch schon. So, oh, zwei Fässer. Achso, Netzkanister. Okay, ich brauche noch, Steine und Seile. Ja, haben wir beides gemerkt. Na gut, okay. Wenn du nichts dagegen hast, dann mache ich jetzt. So, wo ist die große Insel? Da ist die große Insel. Nein. Ihr habt doch gesagt, wir steuern davon weg. Gut, dann tue ich das Segelleben. So. Nein, steuern. So, wo ist der Weg? Ist da. Wollte ich sagen. Boah, voll ein Schreck bekommen, geil. So, gut. So, ist das die große Insel da? Ja, ne. Das ist noch eine kleine Insel. Ich bin fast mit der Farm hier fertig. Wenn du da so Dinger dahin platzieren würdest, wäre noch gut. Genau hier. Wo ich jetzt gerade stehe. Ja. Klar. Ich habe keinen Kunststoff mehr. Nein. Ich habe noch vier. Oh, da passt genau perfekt. Passt perfekt. Ja, außer der High knabbert hat irgendwann weg. Mhm. So. Ja, dann ist natürlich ganz schön scheiße. So, soll ich mal. Ich hole mal unser Maskottchen. Ja. Die Wiesen kannst du auch direkt hier packen. Warte, ich hol erstmal unser Maskottchen. Hallo. Na. So. Dann können wir mal so welche bauen. Wie mach ich das? Jetzt nicht Man. Hallo. Ob bei einem Wetter? Nein. Eine Sache, die wir ausgehen. So. So, soll ich ihn mal abstellen? Ja. Tür ist so. Gut, dann hole ich noch eben die Wiesen. Funktioniert denn das jetzt hier? Aber das bauen wir ja alles für dich, ne? Ist das nicht schön? Mhm. Das ist echt wunderschön. Oh Gott, muss man und nun gibt es so eine kleine so Wand. Wiesen habe ich geholt. Wie macht man das denn? Halbfenster dreieckig, ach so, hier macht man das, ne? Oder ja, hier sieht man von außen aus.
Oh gut. Jetzt brauche ich Holz. Na. So verdammt, das Miststück. Ich hab dich gehört. Ich weiß. Oh. So, wer da knabbert das hier weg, der blöde Hai. Genauso wie diese fucking Headbanger-Vögel. Dann am besten da so eine. Die waren halt immer noch nicht auf dem Heavy Metal Konzert. Ja. So, warum gehen wir immer noch nicht auf die Insel los? Ich hab doch dein Gelenk. Weiß ich nicht. So. Also wir können schon. Wiesen sind gegossen. So. Okay. Jetzt mal noch eine Reihe dahin bauen. Um das Häuschen drum. Jetzt können wir, aber wieder uns hier bewegen. Und die Türen hier wieder auflassen. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So, gehst du da hinten hin, Mann? Ja, scheiße, ich muss mal anfangen, wieder was zu essen. Verhungere, nehme ich schon wieder so langsam. Oh Gott. So, weißt du was? Ich tue mal das Nest auch mal irgendwo. Wo ist es nicht? Ich nehme an, wir werden jetzt nicht so oft da vorbeilaufen. Denke ich mal nicht. Und würde ich dann auch da an dem Ding hinbauen. Hoffentlich landet da mal ein blöder Vogel, ne? Wir können bestimmt Eier legen oder irgendwie sowas. Na, bestimmt. So, jetzt gehen wir schon wieder nicht auf los. Warum macht das Spiel halt die ganze Zeit? Keine Ahnung. Warum macht das Spiel irgendwas, ne? So. So, hör dir das an. Hat sich dein Floß verklemmt? Das wird helfen. Jetzt kommt eine Zugabe. Stimmt, wir könnten die Müllwürfel ja, wenn wir auf der großen. Ja, sind, könnten wir die ja mitnehmen. Naja. Ich nehme alle mit. Ja, beim letzten Mal war auch so ein Shop, aber da war so am Ende des Parts, deswegen haben wir wahrscheinlich nicht gemacht. Hier, Wolle. Wow, unglaublich kuschelig. Boah, dann hol ich. Oder hier, was sagt man hier zu Titanbarren? Unglaublich schwer. So. Ja, ich schütze dich vor Holzsplitter. Wolle, wow. Oh, Lederweste, schützt deinen Oberkörper. Lederhelm, schützt dein kostbares Gehirn. Honig, schmeckt lecker und kann zur Herstellung von Biokraftstoff verwendet werden. Ich mal ein paar Honig rein. Rein. Heilsalbe? Allgemein zum Kochen verwendet. Okay. Was brauchen wir denn hier für... Pfeile, Stein, Kunststoff, Bäh. Stein, Kunststoff und Federn brauchen wir dafür für Pfeile. Ich habe eine ganze Ladung Federn hier reingeballert, das Ding. Ah ne, halt, wir brauchen Planken, Steine und Kunststoff. Auch für Steinpfeile. So, ich glaube, unsere Presse ist schon wieder leer. Schon? Ja. Na, wo sind die wieder? Die Würfel, ich habe hier einen. Würfel, die habe ich alle. Ich habe die alle. Okay. Na, guckt euch das an. Boah. Ich sehe da noch eine kleine Insel. Das ist eine kleine und das ist eine große Insel. Ah, die Tür ist auf, falsch rum, sehe ich gerade. Boah, leck. Ist doch egal. Oh, nein, ist es nicht. Da waren wir wegen uns denn jetzt schon wieder nicht. Boah. Ich weiß es doch nicht. Wo ist mein Paddel? Ein Paddel ist hier in der großen Kiste unter dem Haikopf. Oh. Ist er fast kaputt. Und ich musste dich retten. Hallo? Hi. Weg.
bin gerade. Finger weg! Bisschen genervt. Na, warte. Oh Jesus, ey. Hab ich mich jetzt erschreckt. Warum hätten sich das jedes Mal auf zu bewegen, wenn wir gerade von der Insel sind? Das Spiel will nicht, dass wir irgendwie erkunden. Nee, ne? Ja, kann man nicht genau nah genug dran. Ich habe keinen Kunststoff. Oh, mein Paddel ist kaputt. Ich mir auch. Wird diese Insel wieder vollkommen unerreichbar für uns sein? Gibt's da nicht wahr? Ich glaube. Und ich glaube, ich verhungere gleich schon wieder. Hier ist noch ein Hühnerschenkel. Oh ja, genau. Meine Hühnerschenkel. Meine Kartoffeln. Aufpacken. Und ich habe auch noch zwei Fische übrig. Na, warte mal, und ich muss auch noch mal eben zu Vegas. Vegas! Ich habe ja noch einen Haken, sehe ich gerade. Danke. Die meisten sagen, seine Milch klauen. Haben wir nicht irgendwie ein Smoothie-Rezept hier mit Milch? Da hängen doch da dran. Naja, die hängen doch da dran. Ja, brauchst du ja dafür. Also. Eine Mango, eine Ananas und zweimal. Zweimal Kokosnuss. Okay. Nuss. Bedien dich ruhig, mach ruhig. Ja, ich brauch grad nicht. Ich im Moment auch nicht. Ich hab mir gerade von Vegas noch die Milch geholt. Essensmäßig bin ich auch wieder so gut wie voll, weil ich gerade noch zwei Fische gefuttert habe und Wasser haben wir auch noch. Oh Mann. Überlebenstage 79. Boah! Warum ist die Zahl rot? Auf einmal war ich schon immer rot. Na, keine Ahnung. Das ist eine limitierte Anzahl von Tagen hier. Ich weiß es doch nicht. Warum fragst du mich Sachen wo ich keine Antwort drüber weiß? Also, ich muss mich hier übrigens gerade mit dem Hype klopfen. Muss auch so langsam wieder einen neuen Speer machen. Lass mal schlafen gehen. Moment! Ich gehe die Wellen dann weiter. Muss erst noch Hai töten. Mein Gott. Liefern mir gerade einen Überlebenskampf mit dem Hai. Also, wer hat den größeren Willen? Aber ha! Hört schon mal nicht gut an. Ne? Aua! Hilfe! Hilfe! Ja, klopft euch im Dunkeln mit dem Hai gerade, ey. Meine Güte. Die bessere Frage ist, warum zur Hölle hat sich das Floß in Bewegung gesetzt? Na gut, Schlafenszeit. Ah, ja, hey, hey, warte, wo ist die große Insel? Ist weg. Hallo? Und jetzt hast du sie aus den Augen verloren. Ich hab da reingesteuert, Mann. Was ist denn los mit dem Spiel? Ich bin schon wieder oben gelandet. Warum landest du eigentlich immer oben und ich bin immer noch oben? Das ist die große Insel, hier ist nur eine kleine. Und warum zur Hölle ist mein Spiel gleich kaputt? Und Alter. Wer zur Hölle ist eigentlich Paul? Und was zur Hölle ist eigentlich mit Carsten los? Das sieht ja gar nicht gut aus.
Okay, ich weiß nicht, wo die große Insel ist. Wir haben die aus den Augen verloren irgendwie. Irgendwie ist es passiert, ne? Ich habe dort erzählt, genau in die Richtung dahin. Du bist wie. Ich habe dort erzählt, genau dahin geschickt. Ich muss mir erstmal einen neuen Metallspeer machen. Dann baue ich hier im Lager hier weiter aus. Mein Gott. Na, dann halt so, ne? Ja. Meine Güte. So, ich brauche noch Seile und ich brauche. Deine Seile. Yay, ich habe einen neuen Metallspeer. Alter. Alter, es ruckelt hier gerade teilweise. Oh Gott, welche Farbe war nochmal? Aber irgendwie erstaunlich, da, dass wir tatsächlich diese verloren haben, ne? Ja. Federn. Und wir sollten zumindest den Stall von Vegas jetzt noch ein bisschen verschönern. Ja, was? Jetzt da reintun. Ein paar Teppiche. Ja, weil. Nein, damit er halt auch was hat. Ich meine, wir haben so viele Seile, Tische. Tische, sag ich schon. Warte, jetzt muss ich erstmal. Wo waren denn die Palmblätter? Da sind sie. Wie kannst du denn hier so Muster machen? Oh, wenn warte. Du den Pinsel dann auf den, wenn okay. Du dann rechtsklick machst. Okay, ich hab schon. Kann man denn hier so machen? Perfekt. Schwarz. Ich habe ihn. Siehst du, welches war, was wir für dich hier tun? Wir verschönern so sogar deinen Stall. Ja, was willst du jetzt machen? Willst du die Teppiche anmalen? Nee. Oh, geht sogar. Was? Geht das? Ja. Dann mal welche in grün und welche in blau an. Ja. Alter, der Weg steht teilweise unter Wasser. Mein Gott, ich kann sogar jetzt gerade, aufgrund dieser hohen Wellen, kann ich sogar die Flasche einfach mit Salzwasser füllen. So. Jetzt muss ich jetzt mal Rüben anpflanzen. Rüben. Ja, und gerade stehen. Oh Gott, ich bin am Verhungern und am Verdursten und alles Mögliche. Sehe ich gerade. Und ich glaube, meine Internetverbindung stürzt gleich ab. Ich glaube, meine Internetverbindung ist abgestürzt.
Nein. Nein. Lass mich noch was essen. Nein. Nein. Ja, wir hatten gerade einige technische Schwierigkeiten, vor allen Dingen Daniro. Dieses Mal liegt's nicht an mir. Ja, meine Internetverbindung ist die ganze Woche schon am rumzicken. Also. Ja. Ja, wie gesagt, Daniro schneidet das einfach weg. Ja. Kann ich garantieren, da noch mal passiert. Gestern ist nichts passiert. Deswegen habe ich gedacht, da ist endlich vorbei, aber mal schauen. Ja, Pustekuchen, ne? Ja. Also. Ja. Naja, gut, okay, wo waren wir? Ach ja, genau, wir waren dabei, Vegas sein Stall fertig zu bauen. Ja. Oh, er hat schon Teppiche bekommen. Siehste, Vegas? Was wir hier alles für dich machen, ne? Irgendwie ist mein Hunger jetzt aber wieder gefüllt und mein Durst, der war irgendwie voll wenig. Okay. Na, sei froh. Ich werde mal noch, Wir schauen übrigens immer noch auf der Blaue zu die ganze Zeit. Das immer noch? Überrascht. Ja. Ausgezeichnet. Also hoffentlich finden wir wieder was Cooles. Ja. Boah. Warum kann ich da nichts einsetzen? Passiert gerade so wenig, weil wir da nicht so weit kommen. Ja, du willst da wieder ran knabbern, ich sehe das schon, oder? Nee, du zischt einfach da vorbei, das habe ich mir gedacht. Zisch einfach vorbei, du blöder Hai. Ich hab dich in mein Auge. Na, kommst du jetzt? Bin bereit für dich, komm her. Ich hab grad nichts zu tun. Wieso kann ich kein Seetang da reinsetzen? Ich weiß nicht, ob ich eine so aus den Augen verloren habe. Gibt's nicht. Verstehe ich auch nicht. Nicht. Das funzt mich auch gerade noch so ein bisschen. Ach scheiße, ich verhungere ja. Oh mein Gott. Ist hier irgendwo noch so eine Gemüsesuppe? Werde ich jetzt. Yes. Ich Finger weg von Gemüsesuppe, brauche ich selber. Was sind das da für Dinger hier? Sind das Erdbeeren? Für rote Melone? Das ist ein Smoothie. Nee, was man dafür braucht, der zweite von oben, was ist das? Keine Ahnung. Das oberste sind Beeren, darunter sehen aus wie so Erdbeeren oder irgendwie sowas. Erdbeeren? Was magst du eher? Eher Erdbeeren? Beeren oder Kirschen? Ich mag beides ehrlich gesagt nicht so roh. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann wahrscheinlich eher Kirschen. Das ist auch eine gute Wahl. Wo sind überhaupt unsere Tonschalen? Hier hinter der Werkbank. Hinter der Werkbank, hinter dem Koch. Hinter dem Kochtopf? Kochtopf, ja. Mein Gott. Okay, alles klar. So, was auch immer da hinten ist, wieder auf dem blauen Ding, da werden wir ja wohl finden. Da werden wir ja schon von weitem sehen, hoffentlich, ne? Ja, so. Denke ich mal. Und da ist die Batterie. Da. Zum Glück habe ich noch eine. Und ich platziere jetzt Kartoffeln. 1215 Meter. Weil wir nichts anderes haben. Ja, wir haben nichts anderes. Wir sind die Kartoffeln. Nee, wir leben die Kartoffeln. Wir haben Rüben, sehe ich gerade. Ja. Ich hab mich mal für was umentschieden. Ich wollte einfach mal Rüben pflanzen. Wir können ja nicht immer nur Kartoffeln pflanzen. Das Leben bestehe ich nur aus Kartoffeln, meine Kinder. Das Leben bestehe ich nur aus Kartoffeln. Lasst euch das nicht einreden, liebe Kinder. Wir haben schon. Ist nicht unser Dings voll? Nee. Ich muss trinken. Ich schau mal nach, ob Vegas hier schon wieder seine Wiese weggefressen hat. Da sind ein paar gegarte Kartoffeln. Alter! Was los? Es fühlt sich ja wirklich so an. Oh mein Gott, das Wasser geht weg, Vegas so hoch.
Er hat sein eigenes Heimbad. So gut. Ja, er hat sein eigenes Schwimmbad. So. Hast du mal gegossen, die Wiese? Ja, habe ich gerade gemacht. Okay. Dann. Verschwinde, du scheiß Hai. Dann kann ich ja genug sehen. Boah, hört euch das an. Und jetzt eine Zugabe. Jetzt eine Zugabe. Oh, kann ich jetzt eigentlich diesen scheiß Seetang da einsetzen? Warum kann ich diesen Seetang nicht einsetzen? Setzen. Oh so, oh mein Gott. Oh, ich bin so blöd, ey. Was ist los? Ich habe gedacht, das, was ich da habe, wäre Seetang. Aber dabei ist es der Glibber gewesen. Den Glibber kann man ja nicht schmelzen. Boah. Es ist die Hitze. Ich bin ein Vogel. Der ist tot. Habe ich gerade gesehen. Dann ist er schon direkt tot. Oh Mann, kennst mich doch. Kennst mich doch. Wenn es etwas gibt, was ich sofort töte, dann ist es Vögel. Ich bin nicht gut zu Vögeln. So. Das richtig? Und ich und weißt du, was ich jetzt futtere? Zwei Kokosnüsse. Kartoffeln. Ausgezeichnet. Dann mache ich mir mal ein Smoothie. Ja, mach dir ruhig ein Smoothie. Ja, gönne dir ein Smoothie. Das ist ja auch, ne? Da brauchst du ja eine Dings für, ne? Du brauchst dafür für ein Trinkglas. Es gibt davon noch welche. Ich finde es gut, dass unsere Trinkgläser irgendwie so Logos da drauf haben. Mhm. Anstatt einfach nur so einfach so ein einfaches Glas herzustellen. Nee, wir tun noch so ein Logo da drauf packen. Yes, sir. So, und die Federn kommen jetzt wie wieder in die Presse. Ist da hinten, wollte ich weiß es nicht. Der ist da klar, hat keine Batterie. Wo? Warum hat der Recycler keine Batterie mehr? Ja, ist sie schon wieder leer? Ja, das ist schon lange leer. Warum sagst du mir denn nichts? Also, hast du letztens bemerkt, oder? Nee, hatte ich nicht. Ich dachte, der wäre voll gewesen. Ich mach eine. Ich kann keine machen. Und weißt du, warum ich keine machen kann? Kein Kunststoff. Kein Kunststoff. Ja. Oh, kennst du dieses Problem? So, danke für die Milch, Vegas. Na, hi. Ah. Wo? Da. Da. Na. Du Miststück. Boah. Oh mein Gott, ey. Wir können ja nicht bauen, weil wir keinen Kunststoff haben. Ja. Brauchen wir den Kunststoff. So, warum wird die Farbe jetzt das an? Bewegen uns doch. Was soll ich mal ansehen? Nee, wir bewegen uns nicht. Mhm. Ein bisschen Muji fertig, ja. Yes! Einfacher Smooth. So, jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe vom Hai. Ja, ist er tot ausgerechnet. Hab ich gerade getötet. So, ach, die sind gar nicht gewässert, die Sachen. Hier ist ja nichts drin. Hier noch das Essen rein. So, ich hab mal wieder ein Hai getötet. Das heißt, ein weiterer Hai für unsere Sammlung. Weißt du, wie viele Haie wir jetzt mittlerweile schon getötet haben? Keine Ahnung, 12, 13, 14. Boah. Summ, summ. Summ, summ. Das ist ein Bienen. Das ist ein Bienenglas. Summ, summ, sage ich das nur. Summ, summ. Titanwaren.
Mip. Na, ei. Aber kriegen wir das? Ich habe keine Planken. Warum habe ich keine Planken? Ich brauche Planken. Planken, um meinen Grill zu machen. Ich bin sogar irgendwie sogar bereit, noch einen Grill zu bauen. Mal dahin. Ja, was machen wir noch falsch mit diesem blöden Nest hier? Hm. Ja, sein, wenn wir jetzt die ganze Zeit gespielt haben, ist immer noch nichts drin gewesen. Und wir haben noch kein Ei bekommen. Weil einmal war da was drin, aber da haben wir eine Fehler bekommen. Cool. Ja, cool, ne? Kann man schlafen gehen? Schlafen. Und schlafen gehen. Schlafen. Hm. Guten Morgen. Jetzt bin ich hier gelandet. Warum bin ich hier oben? Ist das wirklich noch neu für dich, dass du immer da oben spawnst? Boah, ich hab Durst, ey. Und jetzt eine Zugabe. Nur mal ein Heißstück, ne? Ja, ja. Nimm dir ruhig. Oder nimm dir ruhig alle. Ja, ich brauche gerade mehr trinken. Ups. Jetzt habe ich ein zu viel genommen. Mua. Ist übrigens noch eine Gemüsesuppe, die fertig ist. Ja, ich habe noch eine dabei. Ist gezeichnet. Und wir brauchen auch wieder irgendwann neue Tonschalen. Wir haben eine Tonschalenschachtel. Wir haben eine Tonbandschachtel. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Ehre. Ich weiß auch nicht mal, was ich tun soll. Ich könnte gleich noch ein bisschen angeln, aber erstmal muss ich was trinken. Ich guck mal nach Vegas. Vegas! Guten Morgen! Meiern! Gib mir mal deine Milch. Warum hast du keine Milch? Warum hast du noch keine? Vegas? 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 Jetzt dreht er mir den Rücken zu. Dann halt so. Gemütlich. Ist das nicht schön, Leute? Was zum? Mal chillen hier. Ich gesell mich mal dazu. Wir warten. Ja. Ja, wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Wir finden, was auch immer da hinten ist. Hm. Boah, ist das schön, ne? Mhm. Was wir unbedingt brauchen, ist, wir brauchen. Weißt du, was wir brauchen? Hm. Wir brauchen Kunststoff. Ja. Ganz viel. Den Sprung gesehen. Ach, dafür brauchen wir auch Kunststoff. Das kannst du nicht. Den Sprung kannst du nicht. Ich hab dich von hier oben im Blick. Boah, jetzt reden jetzt auch noch. Du hast mich da oben im Blick. Haha, jetzt siehst du mich nicht mehr. Hahaha. Upsa. Mir runtergefallen.
Der Baum ist noch gar nicht fertig. Doch, ist er. Oh Mann, jetzt hast du den Baum kaputt gemacht. Jetzt habe ich gerade in den Hintern gestochert. Hey. Hey, ne? Übrigens, Essen ist fertig. Gut. Hier, nimm dir was. Ja, ich habe noch das Hai-Ding in hier. Nehme ich mir das letzte Hai-Stück. Oh Mann, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich streich mal mein Bettchen an. Hm? Ich streiche mal mein Bettchen. Okay. Und bei anderen Sachen, wenn man schon dabei ist. Ich fange noch ein paar Fische. Ich habe einen Wels gefangen. Yeah. Ach, ich dachte, ich kann den Vegas anstreichen. Du bist ein Anstreicher. Ja. Ne? Genau. Kennst du auch die Folge Anstreicher? Nee. Wo SpongeBob und Patrick Mr. Krabs Wohnzimmer streichen mussten. Also ja. Mit dieser nicht abwaschbaren Farbe, die auf nichts anderes drauf darf als die Wand. So, hey. Beginner Painter. Hab ich bekommen. Yeah. Haben wir den Boden da zu Ende gestrichen, den du mal angefangen hast vor Ewigkeiten. Sehr gut. Vor Ewigkeiten? Ich glaube vor 2-3 Parts hab ich den angefangen. Secondary. Andersrum. Ne. Ein andersrum, mein. Ich sammle hier mal ein paar Fische. Geht gar nicht. Ja. Nehmen so. So. Oh, du hast blau und schwarz, ich habe grün und weiß gemacht. Mhm. Das sind ja genau unsere Farben, ne? Hm. Haben du grün und weiß, ich blau und schwarz. Das sind unsere Farben. So. Irgendwelche Wünsche für die Wände der zweiten Etage? Also ich bleib bei grün, weiß und blau, schwarz. Hm. Also was jetzt die Wände, meine ich jetzt hier? Ja, können wir doch in beiden Farben anstreichen. Hm. Außerdem bin ich hier gerade beschäftigt beim Fischen. Oh Gott, was eine Sache, die ich auch schon anmalen wollte, schon seit langem nicht gemacht. Und zwar hier. Kann ich das? Ja, das, nee. Ich sehe es mir gleich an, weil meine Angel ist gleich kaputt. Na! Vogel! Komm schon, Fisch, beiß an! So. Warte mal, was habe ich da eingesammelt? Was ist das denn? Mechanische Schrottente, hey! What? Eine alte Kunststoffente scheint aus dem Spiel Scrap Mechanic zu stammen. What? Was? Anlehnung. Das ist nur. Ach so, das ist so eine Ente. Natürlich, habe ich da auch schon mal gefunden. Ja. Wo steckst denn du gerade? Oben beim Segel. Hm. Das sind unsere Flaggen. Ja, ja. Jetzt kann ich das Segel auch noch anstreichen. Da hat das gleiche Zeichen drauf wie hier das. Aha. Kann ich da nicht ändern, das Zeichen da drauf? Irgendwie nicht. Warte, hier, pass auf. Achtung. Dein. Ja, tada. Wo sind die anderen nochmal?
Ich weiß nicht, wo die andere hingekommen ist. Haben wir irgendwann verloren. Muss irgendwo noch eingelagert sein. Ich habe drei Wälze gefangen und zwei Lachse. Ich glaube so langsam. Weißt du was? Ich baue noch einen dritten Grill. Ich guck mal, was wir noch so dekorieren könnten. Ich brauche Nägel. Ja, und vor allen Dingen brauche ich Platz. Mein Gott, selbst die Uhr können wir anstreichen. Selbst die Uhr? Was können wir denn nicht anstreichen? Und die Kisten können wir auch anstreichen. Den Forschungstisch können wir anstreichen. Wir können alles anstreichen. Später kann man nicht. Wir sind halt die wahren Anstreicher. Fortschrittlicher Grill liegt da am Boden. Ja, liegen lassen ist meiner. Wir sind der ganze Loot hier. Hier ist ja nix. Ja, ich weiß, dass hier nichts ist. Aber das ganze Meer schon ausgeräumt, aber. Als ob. Glaube ich jetzt einfach mal nicht. Perfekt. Ja, perfekt, Lamento. Wo ist er? Ist schon weg. Der hat schon weggeknabbert. Boah. So. Also unser Überleben ist jetzt absolut gesichert. Das ist schon lange gesichert. Also jetzt aber jetzt will ich so absolut bis zum absoluten Maximum. Ich meine, wir haben jetzt hier drei Grills hier rumstehen und auf jedem Grill ist ein Wels. Das heißt, wir müssen nie wieder verhungern. Ist das nicht hervorragend? Oh mein Gott, da ist die blöde Dings gelandet. Da ist er tot. Ja. Aber diesmal nicht geglitscht bei mir. Nee. Ich nehme mal den Pfeil. Hallo. Wo ist das? Hier ist das, ne? Oh, wir könnten hier auch noch die Decke streichen. Ja, das ist der Boden. Ja, in meinem Fall ist es jetzt gerade die Decke. Hey, entweder ist mein Kopf hohl oder die Decke. Ich streich das mal weiter an. Wo ist der Schrott? Wo ist der Schrott? Hier ist der Schrott. Ah, das ist das Leben. Ja. Ah. Wo man einfach nichts zu tun hat, ne? Ja. Komm mal in den zweiten Stock. Ja, einen Moment. Ich muss mir mal das Luxus hier gönnen. Oh, da will ich ein wenig fehlen. Aber ich glaube, dass ich jetzt gerade hier alles hier unten angestrichen habe.
Wo bist du? Im zweiten Stock, sagtest du? Du bist gerade bei mir vorbeigelaufen. Wie gesagt, hast du mich übersehen. Hinter dir. Oh. Wie hast du mich hier übersehen? Ich weiß es doch nicht. Warte. Wieso dunkel hier? Oh ja. Welche? Das ist eine blaue Badewanne. Ah, ah, oh Gott. Du siehst sehr komisch aus. Ja, der denkst du, das siehst du, das sah bei, als du da drin hinsaß, nicht komisch aus. Oh, oh mein Gott, wow, was ist denn jetzt los? Ja. Ja, ducken. Hilfe! Hilfe! Ich bin geglitscht! Ach, danke schön. Na gut, dann tun wir eben eine Freiluft-Badewanne. Ja. Das ist eine gute Idee. So eine Badewanne, das ist echt eine gute Idee. Wa? Was ist, wo ist die her? Ah, Holzbadewanne. Ja. Ne, garantiert ohne Splitter. So, nein, ist die nicht mal blau, weil ich die aufgenommen habe. Nein, oh. Ah, warte, ich habe glaube ich noch blaue Farbe übrig. Wo hast du die hingestellt? Ein über uns. Wortwörtlich genau über uns. Ja, doch nächste Woche ja auf dem Dach eine Badewanne zu. Ja, sicher. Und ich sehe da hinten eine Insel. Warte. Ja. So. Hey, Beginner Painter. Ja, hab ich auch abbekommen. Ja, ich jetzt auch gerade. So. Siehst du, jetzt haben wir eine blaue Badewanne. Ist das nicht toll? Ja. Und ich habe jetzt auch mal unten, habe ich jetzt auch mal die komplette Decke gestrichen. Bewegen wir uns wieder nicht. Ich glaube, wir bewegen uns ja nicht. Du musst ich will mal bei Vegas schauen. Vegas! Doch, so mal. Nur verdammt langsam. Du blöd Viech. Ich muss mich mal eben um Vegas kümmern. Der knabbert hier wieder alles weg, der blöde Hai. Man kann ja nicht reparieren, weil wir keinen Kunststoff haben. Ja, ey, wir finden gar keinen Kunststoff mehr. Ja, irgendwann ist doch unser Fluss komplett hinüber. Was soll ich erstmal meinen? Oh, das ist ja noch ein Wels, sehe ich gerade. Da sind überall Wälse drauf. Nimm dir einen, wenn du einen brauchst. Ich habe gerade meinen Spoogie getrunken. Ich nehme mir einen Wels. Oh, wow. Da habe ich mein Dings hier erweitert. Meine Durstanzeige. Ja. So, Vegas hat auch sein. Vegas Visa hat auch sein Wasser bekommen. Und ich bin jetzt gerade komplett voll. Und zwar will ich mit allem. Fische habe ich auch noch mehr als genug. Die tue ich jetzt aber auch erstmal in die Kiste rein. Die Farbe brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Warum ist da kein Wasser rein? Ich habe doch gerade reingefüllt. Hier habt ihr zwei etwa die Farbe auf meinen ersten Dollar geschmiert. Es tut uns ja so leid, Mr. Krabs. Und dann habt ihr mit Wachsmalstift drauf gekritzelt. Weißt du, Phil, ich hab gedacht, vielleicht fällt er drauf rein. Also gut, Jungs. Ihr wisst ja, was ich jetzt tun muss. Sie meinen unsere Hintern. Darf ich meinen noch einmal benutzen? Ich habe mal letztens irgendwie beim Einkaufen so einen Schwammlutscher gesehen. So ein Eis von SpongeBob. Wollte ich mir erst mitnehmen. Bei so einem warmen Wetter, so ein Schwammlutscher ist genau das Richtige. Ich weiß. Ich wollte mir heute auch noch Eis holen, aber als ich dann im Supermarkt meines Vertrauens war, ich werde jetzt mal keine Namen nennen. Weil wir werden hier nicht von irgendwen sponsort, tatsächlich. Deswegen werde ich keine Namen nennen. Ja. Aber Eismeer-mäßig, das war ja alles weggefegt gewesen. Da war fast gar nichts mehr da gewesen. Ja. Das war crazy.
Brauchst du jetzt noch einen Wels oder nicht? Ne, ich bin voll. Weiß nicht, was ich machen soll. Ja gut, ich nehme mir einen Wels mit, du kannst den anderen halt auch haben. Falls du ihn mal für schlechte Tage brauchst. Ja. Ich langweile mich ja gerade, jetzt irgendwie nichts zu tun. Ja, was soll ich denn tun? Und ich weißt du, weil ich auch gerade gesehen habe, ich glaube, dass der Part auch schon zu Ende ist. 10 Minuten, ehrlich gesagt noch. Ach so, wegen dem einen Schnitt, ne? Ja, wegen 25 Minuten. Da waren, glaube ich, bei 25 Minuten. Ich will gar nicht wissen, wie viele Vögel ich jetzt schon auf dem Gewissen habe. Sie kommen einfach immer wieder. Jeden Tag. Wir bewegen uns wieder von der Insel weg. Oder bewegen wir uns auf sie zu? Ich weiß nicht, wir wollen doch gar nicht auf die Insel. Ich bin die ganze Zeit auf das blöde blaue Zeug dahin. Bauen wir einfach eine Insel. Holz und so haben wir doch alles. Oder bauen wir gar nicht? Wir brauchen mehr. Wir brauchen immer mehr. Und mehr. Und mehr. Und immer mehr. Was ist das für Geräusche auf einmal? Ja, wir fahren doch gerade da vorbei. Da kommen wir nach nebenbei. Ja. Ja, ich möchte gleich noch etwas erkunden. Bevor wir gleich den Part beenden. Ich will zumindest die Insel hier noch abklappern. Weil wir können halt immer wieder Planken gebrauchen, das ist dir bewusst, ne? Ja. Lass mal den Anker runter. Bin schon nah genug dran. Ja, ich kann da hinschwimmen. Ist er unten? Ja. Ist die Farbe nicht fertig? Blaue Blumen, blau, 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 blau. Nimm ich mit. Eine Seemuschel. Das sind nur schwarze Blumen, will ich nicht. Rote Blumen, will ich erst recht nicht. Weil die sind rot. Rot und ich mag kein Rot. Dish. Okay. Dish. Also noch ein bisschen Ton wäre doch gut. So ein paar Schüsseln. Ja. Ich bring mal erstmal eben mein Loot. Gut, eben zurück. Was? Fee, ich geh weg. Mangosame. Da rein. Essen. Seh Finger weg, du blödes Fee. Ich bin gerade unter Wasser und der knabbert da in unser Ding rein. Aua! Mein Gott, was war das für eine Soundkulisse gerade? Wo ist er? Ah! Ich habe ihn gerade gesehen, da war er gerade. Okay, mein erster Metallspeer ist down, aber ich habe noch einen zweiten. Ich bin bereit, es mit dir aufzunehmen, du Dreckshai. Ja, ja, ja. Lass Daniro in Ruhe. Haben wir nochmal ihre Riesenmuscheln hängepackt. Da. Hehehehe.
Er tot. Yes. Aber selbstverständlich ist der tot. Und oh, was sehen meine Augen denn da? Metallerz. Oh fuck, ich ertrinke. Das ist ein Stein. Steine brauche ich nicht. Na doch, vielleicht brauche ich doch Steine. Kann ich dann die Ruder mit abwerfen? Ich hoffe, das hat er nicht gehört. Ich hab Ton gefunden. Ausgezeichnet. Zumindest zweimal. Ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ah, ich glaube, hier ist noch mehr. Ja, hier ist noch. Oh mein Gott, hier ist noch was. Oh Gott, aber ich. Scheiße, ich sauf ab. Ich sauf ab. Okay. Man stirbt ja nicht sofort, wenn die losgeht, aber. Nee, nee. Oh mein Gott, hier ist doch so viel Metallerz! Oh. Hier noch Ton oder ist es Sand? Das ist Sand. Boah, fuck it. Ich sauf schon wieder ab, ey. Was haben wir hier? Ist das Kupfer? Ich glaube, das ist Kupfer. Das ist Kupfer! Ich hab Kupfer! Ich hab Kupfer! Ich weiß, es ist nichts Neues. Hast du noch irgendwie Ton gefunden oder so? Nö, bin die ganze Zeit auf dem Floß. Ach so. Warum bist du die ganze Zeit auf dem Floß? Kannst du auch mal was machen? Mann, ich begeb mich hier in Gefahr. Ich muss mich hier mit Haien prügeln. Und du? Unser Floß verschönern. Nein, jetzt ist da noch nein. Aua! Boah, nee, ey. Eigentlich hab ich jetzt ja gar keinen Bock, mich mit dir zu fighten. Aber er will es ja offensichtlich so. Der weiß genau, was mit seinen Brüdern passiert ist. So, gleich habe ich ihn schon. Da kann man denn an den kleinen Ding hier anpacken. An dem kleinen Trophäenkasten. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, da könnte man diesen Kugelfisch reinsetzen, den du, ja, hab ich auch den du dir geschnappt versucht hast. Ja, das habe ich ja auch schon beim letzten Mal versucht, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Oh, was kann man denn da dran packen? Keine Ahnung. Ich muss mich erstmal hier um Bruce 2 kümmern. Was für ein, war The Forest hier irgendwie, als man irgendwie den so einen Vogelkopf in der Hand hatte, nachdem man die getötet hat? Das weiß ich nicht mehr. Ja, aber übrigens. Ja. So. Weißt du was? Heute gibt's Haifleisch. Ja. Und zwar im großen Stile.
Da kann man leicht den Part beenden. Ja. Ich muss was trinken. Hat man weggenommen. Wow. Wow. Wie nett. Ich hatte so viel Durst. Außer muss der Weges doch ja was zum Essen haben. So, ach warte, Moment, ich muss erstmal meine Beute in die Truhe stecken. So, 15 Haie, ja, die wir getötet haben. 17, wir haben ja noch zwei andere. Einer hängt hier, ja. einer hängt noch irgendwo anders. Ach ja, genau. Hat immer irgendwo hingehangen. Da draußen, so als Warnung. Damit die Wilde wissen, warum, was hier passiert wäre, wenn die sich mit uns anlegen, ne? Ja, genau. Warte mal, ich werde jetzt erstmal hier noch. Ich habe noch ein paar Tonschalen hergestellt. Oh, komm mal weg von der Insel. Ja, wir können. Warte. Sobald ich diesen Vogel getötet. Mein Gott, ey. Ich rupf ihn eben. Ist er bei dir auch weiter geheadbangt und im Wasser gefallen? Nee, ich hab ihn ins Wasser geschossen. So, mein Gott, der ganze Haiflash ist auf einmal jetzt fertig geworden. Ja, dann sollten wir jetzt mal den Bad beenden. Okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo, ciao. Ciao.